Ja, wir wollen eine Corona-Ampel in Excel bauen. Ich habe jetzt hier schon was vorbereitet. Einmal hier die Legende, ab wann welcher Wert welche Farbe auswirft. Hier haben wir die Eingabezelle des Inzidenzwerts und hier haben wir die entsprechende Ampel. Wir fangen an mit dem roten Bereich. Hier gehen wir her auf bedingte Formatierung, neue Regel und dann brauchen wir Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zelle verwenden. Wir haben jetzt diese Zelle auch schon markiert. Wir brauchen jetzt aber noch eine Zelle für den Wert. Das heißt, wir können hier minimieren, wählen diese 20er-Zelle aus, also die B6. Maximieren wir wieder. Und jetzt geht es darum, was passiert, wenn die Zelle B6 30 ausgibt. Also ab 30 soll das Ganze rot werden. Das heißt, wir sagen, wenn die Zelle B6 größer oder gleich 30 ist, dann gehen wir auf Formatieren, wählen das Rot aus, also hier bei Ausfüllen, Rot, sagen okay, dann wird die Zelle entsprechend rot ausgefüllt. Dann testen wir das Ganze mal. Also ab 30 wird die Ampel rot, 35 und ab 29 verschwindet die rote wieder. Dann das gleiche machen wir mit dem grünen Bereich, bedingte Formatierung, neue Regel, Formel. Dann können wir wieder minimieren. Jetzt wählen die Zelle aus, wo der Wert eingetragen wird und die heißt jetzt unter 20. Das heißt, wenn die Zelle kleiner oder, ja, lassen wir mal kleiner 20 ausgegeben wird, maximieren wieder, formatieren. Und hier wieder ausfüllen, grün, okay, nochmal okay. Und dann können wir testen. Also 20, da passiert doch nichts, aber ab 19 wird dann hier unten die Ampel grün, ab 5 auch. So, jetzt brauchen wir allerdings eine kleine Hilfe für den gelben Bereich. Da brauchen wir eine Wenn-und-Formel. Das heißt, wir gehen erstmal her und sagen, ist gleich, wenn. Klammer auf und Klammer auf. Ja, und jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen einen Bereich zwischen 20 und 30. Und da sagen wir B6, also wenn B6 größer ist als 20, na, eigentlich 20 beginnt die gelb, dann sagen wir ab. Also größer 19. Und jetzt brauchen wir den und-Wert noch, Strichpunkt. Und dann sagen wir wieder B6, diesmal kleiner als die 30, weil ab 30 haben wir den roten Bereich, also kleiner ab 30. Und dann können wir die Argumente schließen und sagen jetzt, was passiert denn da? Und brauchen wir erstmal einen Strichpunkt und sagen, dann soll die Zelle B5 ausgegeben werden. Halt, B6 ist es. B6 ausgegeben werden. Wenn das nicht zutrifft, also wenn die nicht kleiner als 19 oder nicht größer 30 ist, dann soll nichts ausgegeben werden. Also machen wir zwei Anführungszeichen, damit die Formel dann auch nichts ausgibt. So. Man sieht es hier jetzt auch nicht. Wir testen es mal mit 20. Dann steht hier 20. Bei 30 wird es rot. Bei 29 steht hier 29. Es ist natürlich so, dass wenn hier jetzt entsprechend die Zahl drin steht, dass die entsprechend dann leuchtet. Aber das fixen wir nachher. Wir gehen jetzt hier auf bedingte Formatierung. Neue Regel und dann sagen, wenn der Zellwert zwischen 20 und 30 ist, dann formatieren wir den Bereich gelb. Okay. Ja, also das ist die Eingabezelle 20. 19 haben wir grün. 25 gelb. 30 haben wir die rot. So, was jetzt unschön ist,
dass wir hier die Zahl drin stehen haben, aber das machen wir dann einfach so, indem wir hier die Zelle dann einfach die Schriftfarbe auf gelb formatieren. Und jetzt haben wir eine schöne Corona-Ampel. Okay.